Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video! Wir sind heute hier im Bikepark Driedorf. Der Thomas kennt ihn schon. Ich habe ihn endlich hier hingezwungen. Und das Geilste ist, die haben schon wieder neuen Scheiß hier hingebaut. Das heißt jetzt super aktuell. Ja. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden den Park so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und eine ganz besondere Sache. Erstmal geht nochmal ganz fett Danke an den Stefan Schneider von Schneider Sports raus, der das Ganze hier so gesehen ermöglicht hat. Ganz besonders, was sollen wir unbedingt erwähnen, dieser Spot hat keine Winterpause. Also auch wenn ihr ein Stück hier hinfahrt, es lohnt sich, weil man kann legal Trails fahren über den Winter. Das ist was Besonderes. Und das ist jetzt besonders jetzt. Jetzt am Sonntag hat final, glaube ich, dann am Ende alle Parks zu. Selbst Olpe macht das Saisonfinale jetzt. Und nicht nur die Parks, auch Flowtrail Bad Endbach, Flowtrail Siegen, alle zu. Alle. Aber offen hat der MTB Abus Bikepark Driedorf. Yes. Und deswegen machen wir dazu jetzt ein Video, damit ihr auch wisst, was hier abgeht. Viel was Spaß. Was auf euch zukommt. Yes! So Leute, wir gehen auf den ersten Uphill. Thomas voraus. Der Robert ist auch noch gekommen. So Leute, wir sind schon am Start. Und der Uphill war, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber extrem kurz. Beim nächsten Uphill werde ich mal auf die Uhr gucken. 5 Minuten. Thomas hat getrackt. Das ist super schick hier mit so einer Bank. So. Okay, und so. 24 Stunden. Wir fahren jetzt von A nach D. Also man hat praktisch 4 Strecken. Boah, ein paar Steine. Boah, da muss ich mehr Abstand halten, sonst sehe ich nichts. Ach, krass. Egal, als ich dachte. Muss ein bisschen schneller sein. Kann auch ein bisschen schneller sein. Ja, ja, sind wir da. Schön griffiger Boden. Boah, Mann, schiebt der Thomas hier rum, ey. Ein Table. Relativ lang alles hier. Ein Pushbane alles hier. Ein bisschen Pumptrack. Das ist jetzt ganz frech. Rechts. Ready? Ready. Tempo eben war okay, oder? Ja, ja. Das ist mal easy, das hier, aber kennst du ja nicht, ne? Ja. Flat Jumps hier. Kleine Dicker. Boah, Lobby. Aber ganz cool, kleines Gap. Rasenrennen. Ist der Thomas hier mit dem Dreck um sich, ey. Da, gut rutschig hier. Also hier so richtige Runs werden das heute hier nicht. Alter Falter. Nee, keine Chance.
Ja, ein kleiner Jump, wieder ein bisschen flat. Ah, okay, jetzt sind wir hier an dem Weg. Ah, das ist das World Wrestling Society. Ah, das ist besser befahrbar auch hier. Boah. Ja, das hier ist natürlich relativ frisch gebaut. Boah, es ist slippery. Den Abstand halten. Boah. Da war ich jetzt zu langsam für, aber der geht mit dem Speed auch hier. Dass man genug Speed kriegt. Technisch anspruchsvollste? Ja. Okay. Okay. Okay, ab geht's. Ab geht's. Leute, ich versuche so oft es geht zu wischen über die GoPro. Aber ich kann euch nicht versprechen, dass das die ganze Zeit gut aussieht. Ich hoffe, dass ihr trotzdem ein bisschen was sehen könnt. Ich habe leider keinen Mount mehr am Helm. Ah, geile Kurven! Ja! Kleiner Double, Rutschpartie, ah, Minigap. Okay, was hier? Alternativlines. Schön gebaut, aber. Wenn wir jetzt nicht kommen, auch haben wir aufgeschüttet. Hier ist alles ein Gap aus dem Anlieger raus. Oh, Gegenwind. Keine Chance heute hier. Uiuiui. Ich habe mich eben verfahren. Wir sind gar nicht den Wendelstar gefahren. Wir sind diesen Sideway gefahren mit der Rasenstrecke. Wir sind die falsche Strecke gefahren. Okay. Also wir haben noch eine Strecke. Da fahren wir einmal den E-Bike-Uphill. Ja. So Leute, wir fahren jetzt gerade hier auf den E-Bike-Uphill. Wahrscheinlich einfach ein bisschen kürzer, dafür ein bisschen steiler. Ich sehe es schon, im Slalom geht es jetzt hier die Wiese hoch. Ja, wenn das noch ein bisschen öfter gefahren wird, wird sich das irgendwann einfahren. Ne? Ja, also das wird, wenn ich jetzt hier alleine wäre, würde ich mit dem Render da geradeaus. Boah, boah. Ey Leute, das zumindest bei dieser Nässe und so und dem Zustand gerade hier, fahrt den normalen Schotterweg hoch. Da kommt jetzt nach der ersten scharfen Links, der zweiten Linkskurve ein Stein, darf man nicht springen. Den Stein nicht springen? Den muss man abrollen oder man fährt rechts vorbei. Okay. Weil sonst landest du voll im Flat. So, ab geht's. Ich hoffe, meine... Ah, okay. Ja, ja, ja. So. Und jetzt zeigt er sich hier. Rechts, links. Wir fahren erstmal rechts. Also das ist hier wirklich komplex, Daniel, glaubst du mir.
Diese Wurzel da drin. Die siehst du hier bei dem hier zum Beispiel, ne? Das ist hier so ein bisschen fies, das sieht jetzt aus wie ein Jump. Ist aber nicht. Nein, das ist nur Schwung für den Table. Da bin ich das erste Mal, wie ich hier war, viel zu schnell gefahren. Ja, guck dir die mal von der Seite an. Ah, okay, das ist ja einfach nur ein Hummel, da gibt es gar keine Landung zu. Dann bin ich da unten im Feld gelandet. Ja, das ist nur so ein Roller. Ja, genau. Uiuiui, ui, das ist ja doch weiter als ich dachte. Ja. Oh, aber hier? Ah, ja, das ist geil eigentlich. Hier ist eine Rutschpartie. Oh, das ist mein kleines Wackel. Wenn die Lichter abgebogen werden, dann kommst du halt hier raus. Ne? So Leute, ich bin hier gerade oben. Ich muss sagen, Leute, die Streckenbedingungen sind schon arg rutschig. Schaut mal, wie das Rad aussieht. Schon eine krasse Nummer, aber es macht trotzdem Spaß. Eine Sache noch. Hier gibt es überall übrigens noch diese Spenden-QR-Codes für PayPal. Super easy, einfach scannen und dann ein bisschen was spenden. Freuen sich die Jungs und Mädels hier vom Bikepark. Und es ist echt ein super schöner Spot, ne? Hier so mit der Bank im Hintergrund, bisschen Aussicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es im Sommer richtig cool ist. Wenn man vielleicht noch einen Spot hat, wo man dann stehen könnte mit dem Van, das wäre richtig mega. Dann kann man hier echt gute Zeit verbringen. Der Uphill ist sogar für mich moderat und mit dem Full-Power-E-Bike sowieso gar kein Ding. Mit Light Assist, eben Fazua-Motor, auch kein Ding. Natürlich ein bisschen mehr Anstrengung, aber keine große Sache. So, ich fahre jetzt eine schnelle Runde runter. Guck mal, wo die anderen sind. Richtig, wissen, welche Strecke hier wo ist. Oder nicht? Fährt so viel kreuz und quer hier, so dass man das, glaube ich, schon schnell lernen kann. Man weiß, wo was ist ungefähr. Aber ja. Oh. Ah, okay. Das erinnere ich mich gar nicht mehr hier. Ah, hier mit dem Double. Ich glaube, der ist geil eigentlich. Sehr cool gebaut, aber ich habe hier einen Abfall nicht bekommen. So Leute, bin zurück. Das Bike sieht rosig aus. Hat sich auf jeden Fall gelohnt heute. Ja, der kleine Bikepark-Check, Bikepark Driedorf, würde ich sagen, voller Erfolg. Mir hat der Spot mega viel Bock gemacht. Ich muss sagen, wenn man sich so die alten Videos zum Beispiel vom Leo anguckt, da kommt das gar nicht rüber, wie es jetzt ist. Also es ist auf jeden Fall einiges passiert. Und der Thomas war ja auch super begeistert von dem Spot. Und erst dachte ich so, okay, auf GoPro kommt das tatsächlich alles auch gar nicht so spaßig rüber. Kommt einfach mal selber vorbei und checkt den Spot ab. Besonders jetzt im Winter. Das Ding hat den ganzen Winter lang auf, es gibt keine Winterpause. Und wir alle suchen ja Spots, wo wir Fahrrad fahren gehen können. Also ich hatte heute auf jeden Fall jede Menge Spaß. Und auch wenn es matschig und regnerisch war, war es einfach ein anderes Fahren als sonst, aber das macht, also mir persönlich macht es immer genauso viel Spaß. Auch wenn es da ein bisschen matschig ist und man muss ein bisschen früher Schluss machen, weil alles durchnässt ist. Aber ja, das nächste Mal treffen wir eine bessere Entscheidung, ne Thomas, und tragen Dirt Suit.
Verpiss dich mit Apple, ich fahr weg ab, yeah. Ja, lasst auf jeden Fall mal ein Abo da, weil bei 20.000 Abos macht Danger Dyer einen neuen Song, habe ich gehört. Ich kann nicht fahren, denn mein Reifen ist platt. Bremsen von SRAM und die Discbrakes sind nackt. Verpiss dich mit Apple, ich fahre bergab. Yes, und da gibt's demnächst ein Bewerbungsvideo vom ersten Gitarristen, also ein Poser-Gitarristen für das Video. Ich habe wirklich überlegt, ein Bewerbungsreihenvideo zu machen für Tänzerinnen und für Features und so. Ich habe heute Morgen... Da sehe ich mich auf alle Fälle bei den Background-Tänzerinnen, definitiv. Ne? Keiner hat weniger Taktgefühl als ich. Ja. Ja, das wird auf jeden Fall cool. Also haut mal rein, wir brauchen die 20.000 Abos. Wir packen jetzt hier zusammen, machen uns ein bisschen sauber und sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja, wir könnten das sagen. Oder wir sagen, abonnieren, kommentieren, Daumen nach oben und bis zum nächsten Video. Das mal 20 Play-Button an der Wand hier. Zieh deinen Helm auf, denn ich komme gerade in Fahrt, ey. Ich springe aus dem Helikopter.